Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Medizinmann von Eggendorf. Heute dreht sich alles um das Thema vergrößerte Prostata, Ursachen und wie man sie vermeidet. Schulmedizinisch wird angenommen, dass eine vergrößerte Prostata daher kommt, weil im Körper des Mannes zu viel DHT herumschwirrt. DHT bedeutet Dehydrotestosteron und ist eine starke Version vom männlichen Testosteron. Komischerweise wird aber eine vergrößerte Prostata schulmedizinisch mit der Gabe von DHT behandelt. Also kann das nicht die Ursache sein. Hingegen die wahre Ursache ist ein erhöhtes Östrogen im Körper des Mannes. Jetzt gibt es zwei Szenarien, wann das Östrogen erhöht ist. Szenario 1, wenn der Mann sich noch im Mutterleib befindet. Szenario 2, wenn der Mann älter wird. Und zwar, wenn der Mann älter wird, verändert sich das Verhältnis zwischen Muskel und Fettgewebe zugunsten des Fettgewebes. Und im Fettgewebe sitzt die sogenannte Aromatase. Aromatase ist ein Enzym, das aus Testosteron aktives Östrogen macht. Und Östrogen, soll man wissen, ist ein sehr, sehr starkes anaboles Hormon. Zum Beispiel, Frauen können einen Muskel alle 24 Stunden belasten und er wird weiter wachsen. Männer hingegen brauchen 48 bis 72 Stunden Pause zwischen den Trainingseinheiten, damit der Muskel sich erholen und wachsen kann. Deswegen, liebe Frauen, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, ihr könnt ruhig jeden Tag ein und dieselbe Muskelgruppe trainieren. Es wird euch nicht schaden, im Gegenteil, ihr werdet ordentliche Zuwächse haben. So, jetzt ist es aber so, dass das Östrogen, das der männliche Körper dann produziert durch die Aromatase, auf die Prostata wirkt. Denn die Prostata hat Rezeptoren für Östrogen. Und weil Östrogen so ein anaboles Hormon ist, wächst die Prostata natürlich auch. Und das führt zu Problemen beim Pinkeln und Wasserlassen beim Mann. Was kann man jetzt machen, um eine vergrößerte Prostata zu vermeiden? Meide Mopro. Mopro sind Molkereiprodukte, das heißt, isst keine Butter, kein Käse und trinkt keine Milch. Das ist sehr wichtig, denn die Milch wird gewonnen von einer schwangeren Kuh. Die wird ständig schwanger gehalten, damit sie Milch gibt und ist voller weiblicher Hormone, diese Kuh. Und zusätzlich löst das Calciumcarcinat, was sich in der Kuhmilch befindet, auch sehr stark Entzündungen im Körper aus. Ist der Körper voller Entzündungen, funktionieren die Organe nicht gut und eben bei der Prostata entsteht dieses Wachstum. Alkohol. Wenn man viel Alkohol trinkt, nichts spricht gegen ein Gläschen Rotwein am Abend, aber wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann passiert es, dass der Körper auch viel Östrogen bildet. Wenn man viel Bier trinkt, das ist auch voller Östrogene, sogenannte Phytoöstrogene. Die Phytoöstrogene sind eigentlich pflanzliche Östrogene. Die befinden sich ebenso sehr stark im Sojaprodukten, im Sojaproteinisolat. Dieses Sojaproteinisolat ist sogar in Babynahrung, in Fitnessriegeln, in Abnehmshakes. Die gilt es unbedingt zu meiden, denn sie sind aktives Östrogen. Und Östrogen, Prostata, Wachstum, kein ordentliches Pinkeln möglich. Hingegen dazu sollte man viel von Kreuzblütlern essen. Was sind Kreuzblütler? Kreuzblüter ist Kohl, Kaffiol, Brokkoli, das sind alles Pflanzen. Sogenannte Aromatase-Inhibitoren haben die in sich. Aromatase-Inhibitoren sind Bestandteile der Pflanze, die was den Körper hindern, dass Testosteron durch die Aromatase in Östrogen umgewandelt wird. Also die schützen den Körper vor der Umwandlung von Testosteron in Östrogen. Ein niedriger Östrogenspiegel, kleine Prostata. Brennnessel. Ihr könnt euch entweder Brennnesselkapseln kaufen oder ihr geht raus in die Natur und pflückt euch ein paar Brennnesselbüsche, macht euch einen leckeren Salat und esst ihn einfach. Das ist auch ein sehr guter Aromatase-Inhibitor. Maca. Maca. Die Pflanze der Inkas, die dem Mann Kraft gibt, Potenz und Stärke. Ist komischerweise auch ein Kreuzblütler. Verhindert aktiv die Aromatase. Und zu guter Letzt Saw Palmetto. Das ist ein Extrakt aus der Sägepalmpflanze, die auch hilft, dass eben nicht viel Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Von Saw Palmetto und von dem Brennnessel. Von dem Brennnessel könnt ihr ca. 5 bis 6 Kapseln am Tag essen und vom Saw Palmetto 2 bis 3. Und zu guter Letzt das Allerwichtigste für euch Männer, wenn ihr ein Problem habt mit eurer Prostata,
ihr müsst unbedingt abnehmen. Abnehmen ist das A und O. Denn viel von dieser Aromatase befindet sich in den Fettzellen. Zu 80% ist es in den Fettzellen. Und wenn ihr abnehmt, habt ihr weniger Aromatase, mehr Testosteron, ihr fühlt euch besser und ihr seht auch gleichzeitig viel besser aus. So, das war mein Video über die vergrößerte Prostata. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.